Moin liebe Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Spiel hier auf meinem Kanal The Evil Within. Natürlich auch immer wieder bin ich dabei und wir fangen jetzt komplett von vorne an. The Evil Within ist ein älteres Spiel, aber ein ziemlich geiles und ich weiß gar nichts von dem Spiel. Also ich weiß nur, es ist gut und ich würde sagen, lasst ein neues Spiel anfangen. Das passt. Oh, Einsteiger. Nee, Standard. Wir machen Standard. Weil wir wissen ja auch nicht, wie wir jetzt weit kommen. Nahkampfangriffe dienen in erster Linie der Verteidigung und sollten nur im Notfall benutzt werden. Okay. Bin nochmal kurz weg. Alle Einheiten, 1199, Einsatz Code 3, Beacon Nervenklinik. 1-4 verstanden, Code 3 sind in 3 Minuten da. Verstanden, 1-4. Tut mir leid, Detectives. Ich weiß, Sie kommen gerade von einem Fall, aber ich fürchte, wir müssen einen Schlenker machen. Klingt ernst. Ausschreitung? Wurde durchgegeben, kurz bevor ich Sie eingesammelt habe. Gab mehrere Tote. Ein halbes Dutzend Einheiten sind schon da. 1-2-1, bitte melden. Vielleicht der Geist von diesem Schizo-Doktor, der seine Patienten zerhackt hat. Ganz so war es nicht. Einige Patienten sind verschwunden. Eine Art Skandal? Trotzdem irgendwie unheimlich, oder? 127, 124, bitte antworten. Joseph, denkst du, da gibt's eine Verbindung? Es wäre möglich, aber ich konnte die Akten nicht einsehen. Einheiten vor Ort, bitte melden. Zentrale, hier ist Detective Castellanos in 184. Was ist da los? Over. 184, wir haben Probleme mit einem Beacon. Wir überprüfen das. Gibt es irgend... Verdammt! Gott! Junior Detective Kidman? Irgendwelche Ideen? Bisher nicht. Ich bin sicher, das klärt sich, wenn wir da sind. Was meint ihr dazu? Connolly, gebt der Zentrale Bescheid, was hier los ist. Joseph, Kidman, folgt mir. Wir sehen uns hier mal um. Okay. Notruf, Kapitel 1. Ui. Wir spielen also einen Detective und irgendwas ist vorgekommen. Ich muss aber kurz mal in die Options, weil ich wollte eigentlich Untertitel? Wo haben wir da? Wir wollen sie natürlich sehen. So, das ist Kidman. Das ist Joseph. Keine Waffen mehr in den Autos. Verdächtig. Wenn wir jetzt mal so sehen, hier sind ein Haufen Polizeifahrzeuge und ein Krankenwagen, aber keine Polizisten. Und wir sind von der Nervenheilanstalt. Weder Blut noch Patronenhülsen. Das stimmt auch wiederum. Sehr verdächtig, ehrlich gesagt. Aber können wir nicht mal an diesem PC? Eieiei. Man sieht schon, wir kommen direkt ins Geschehen hinein. Jetzt bin ich mal gespannt, auf was auf uns wartet. Ich würde sagen, lasst mal reingehen. Ui. Weh. Riecht wie Blut. Okay, wir sollten wachsam bleiben. Okay. Da drin wurde. Lass niemanden durch diese Tür. Ich kann euch unterstützen. Wir wissen nicht, was hier los ist.
Du sicherst hier. Du bist Junior Detective, ja? Du hast noch nicht mal die Ausbildung zum Detective. Was denken die bitte? Dass wir sie einfach so reinlassen? Hast du das gehört? Es sieht sehr... Wow. Das Ding hier... die Stange mit den Beuteln? Ist in der Luft? Und das stört ihn nicht? Okay, das ist sehr komisch. Sehr, sehr komisch. Haben wir überhaupt eine Waffe? Also ich meine, so als Detective hat man doch immer eine Waffe dabei, oder? Oh je, die Krankenschwestern wurden auf jeden Fall erledigt. Sind sie verletzt? Was ist passiert? Unmöglich. Kann nicht sein. Ruhig ist. Ich bleib bei ihm. Sieh mal nach den Überwachungskameras. Wer ist Ruhig? Ruhig? Scheiße. Oh mein Gott, wir sind ja kopfüber. Was ist das für ein Vieh? Oh, das Messer. Ich glaube, wir sollten uns das Messer greifen. Komm schon. Können wir uns irgendwie bewegen? Irgendwie habe ich das Gefühl, ich komme... Nicht ans Messer. Nicht ans Messer komme ich, ey. Oh, oh. Aber damit drehe ich nur die Kamera, Mann. Ja. Ja. Nach vorne, komm. Oh. Noch weiter. Ich brauche das Messer. Wer war das eigentlich jetzt gerade? Nein. Komm schon, bevor der Typ da wieder kommt. Ja. Oh. Das muss wehgetan haben. Und ich bin ehrlich, ich habe jetzt gerade keine Ahnung, wo... Machen wir jetzt? Wir haben nicht mal Waffen. Verdammt. Müssen wir uns verstecken? Macht das Sinn? Oh oh. Hier ist eine Tür. Hier kommen wir nicht durch. Oh, schleichen. Schleichen. So. Okay. Er geht in den nächsten Raum, das ist gut. Oh, ich muss ehrlich sagen, mir ist gerade nicht geheuer. Kilo. Ah! Ah! Nein! Also er geht jetzt rein und wir müssen abwarten.
Oder sollen wir mal versuchen, an ihm vorbeizuschlendern? Und wir versuchen es einfach mal. Oh, 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 oh. Geh, 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 geh. Auf die andere Seite. Gut. Oh, ich muss ehrlich sagen, dieser Kinomodus hier, der ist ein bisschen suspekt. Oh, das sind die Schlüssel. Nimm die Schlüssel. Komm, komm, komm. Er kommt wieder, er kommt wieder, er kommt wieder. Leute, wir müssen weiter, wir müssen weiter. Wir müssen rüber. Der wird bestimmt bemerken, dass wir die Schlüssel geklaut haben. Er ist so blöd. Oh. Jetzt kommen wir, müssen rennen. Oh, was ist mit Joseph und Kidman? Ich weiß gerade nicht, ob wir vielleicht rennen, aber ich kann nicht rennen. Oh, Kontrollpunkt. Oh. Das ist gut. Dass wir das hier. Oh nein. Das sind Kettensägen. Och nee. Och nee. Oh mein Gott. Renn! Renn, Detective, renn! Alter, ich will gar nicht nach hinten schauen. Mach auf, mach auf, mach auf. Ah! Ah! Der hat uns das Bein gefleischt. Oh nein. Nein. Komm, komm! Oh, da unten. Geh rein. Oh. Oh nein, 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 nein. Weg. Wie viel Fleisch. Oh Gott, Leute, wir sind in der richtigen Hölle. Ich hätte mir jetzt gedacht, so vielleicht Detektiv spielen, aber... Okay. Ich glaube, das ist mehr als Detektiv sein. Okay, warte mal. Ich dachte jetzt eigentlich vielleicht noch mal kurz so runter, weil ich wollte mal gucken, ob wir vielleicht irgendwas finden. In der kleinen... Ja, ich weiß nicht, wie nennt man sowas? In dem kleinen Topf hier. Ich fühle mich wie Essen, wenn ich ehrlich bin. Wir finden gar nichts. Nix. Oi, oi, oi. Widerlich. Wie viele Menschen muss der bitte gekillt haben? Aber jetzt mal ehrlich. Ich glaube, ich werde nicht so einfach jetzt entkommen. Wenn ich mir das jetzt mal so vorstelle, das war jetzt... Oh, vor allem, was der für Schmerzen haben muss, wenn die Kettensäge ihm dann ins Bein fleischt. Aua. Einfach nur Aua. Okay. Da geht's, glaube ich, weiter. Und hier geht's in der Ecke. Ich würde sagen, wir gehen trotzdem mal hier erst in die Ecke. Immer gucken, ob wir vielleicht irgendwas finden. Wo sind wir überhaupt? Sind wir eigentlich noch in der Nervenheilanstalt? Macht das Sinn? Das ist vielleicht so die... Oh, oh. Wir sollten uns beeilen, beeilen. Sehe ich vielleicht gerade da vorne was? Sieht so spitz aus. Hm. Okay, nee. Entschuldigung, Entschuldigung. Boah, und dieses arme Bein. Das muss doch sowas von jetzt mit Infektionen übersät sein. Geht ja auch nicht. Boah, dieser arme... Arme... Oh, Rollstuhltyp. Wir haben doch unser Messer, oder? Können wir das irgendwie aussuchen oder so? Ui. Okay, was war jetzt das? Das war das Licht. Wow. Ekelhaft, Leute. Ekelhaft.
Hätte ich Phobien viel zu... Hier raus? Würde ich mich auch gern wundern. Frage. Eine Akte. Alte Notiz aus Kanalisation. Neben dem verschlossenen Tor am anderen Ende der Kanalisation befindet sich eine Leiter, die zum alten Takt führt. Wenn du es dorthin schaffst, findest du einen Aufzug, der dich nach draußen bringt. Du wärst derjenige, der entkommt. Du könntest der eine sein, der überlebte. Er. Er für Ruvik? Oder wofür steht das R? Das macht Sinn, oder? Ein R für Ruvik. Aber ich verstehe nicht, wie wir auf das Ganze hier eigentlich... Boah, kann ich irgendwie mich... Ich kann mich schleichen und so? Boah, kann ich das vielleicht mit einem Messer irgendwie aufhebeln? Oh nein. Hier sind auch mehr... Ach, hier sind auch noch Schlösser. Ich brauche eine Knarre, Leute. Ich brauche eine Knarre. Nichts anderes gerade. Oh, hier ist eine Leiter. Heißt das, wir kommen hier nochmal zurück? Können wir die Schlösser dann aufmachen? Boah, das muss so wehtun. Das ist bestimmt die Hölle gerade mit einem angesägten Bein. Was das für eine riesen Fleischwunde sein muss, ey. Und da noch zu laufen, ohne zu verbluten. Durch Dreck. Aua. Boah. Boah, und macht das überhaupt Sinn, dass hier so... In welcher Welt sind wir eigentlich hier? Oh, noch eine Akte. Notiz aus Heizraum. 13 Uhr. Sam System Test beginnt. 13.15 Uhr. Erfolg. Gehirnwellensynchronisation bestätigt. Verluste minimal. Experiment wird fortgeführt. Agent sammelt Daten. 13.30 Uhr. Anomalie tritt auf. Nicht bei Proband Stenograf. Berichtet über Unwohlsein. Anschließend Koma aus unbekannten Gründen. Arztort ortet Beendigung von STEM System an. 13.45 Uhr. Mitarbeiter klagen über Übelkeit und verlieren nacheinander das Bewusstsein. Wer sich noch bewegen kann, plant seine Flucht. Aus der Klinik ist aber aus unerfindlichen Gründen nicht dazu in der Lage, obwohl das STEM-System deaktiviert werden sollte, blieben die Gehirnwellen zwischen Probanden und Wirt synchron. Was macht so eine Akte in einem Heizraum? Heizraum. Wer Kundens? Wir sind Detektiv. Können wir hier noch irgendwie einen Knopf betätigen? Nee, nur für die Tür. Nur für die Tür. Auch unbedingt eine Waffe. Okay, Kontrollpunkt. Wo sind denn wir? Aber man muss diese Tür noch echt selber aufmachen. Ich hoffe, wenn wir mal wegrennen müssen oder so, dass das nicht irgendwie Schlimmes passiert. Es sieht jetzt eher so aus, als wären wir gerade safe. Deswegen schleiche ich jetzt mal nicht. Boah. Mir doch nicht sagen, dass diese ganzen Aktenschränke zu sind. Sag mir doch, irgendeiner muss eine Knarre haben, wenn wir in einem Psychohaus sind. Oh, oh. Oh, ja. Renn. Der ist wieder da. Der Kettensägenmann. Ihr hört das Herzklopfen auch, oder? Oh, was tritt mir die Tür ein? Was hat der für ein stylisches Halsband, hä? Schon Emo geworden. Kannst du mal weggehen, bitte? Ich hab noch mein anderes Bein, was ich gerne behalten möchte. Boah, ich glaub... Oh, ja. Der ist immer noch in der Ecke. Okay, nicht... Oh, der hat jetzt die andere Tür aufgemacht. Wir warten jetzt lieber noch. Vielleicht geht er ja nochmal zurück, geht weg. Der ist sowas von noch in der Nähe. Wir sind ihn so richtig unterlegen, das sag ich jetzt schon. Kann nicht rausgehen hier. Irgendwie auch den RB-Knopf noch die ganze Zeit, weil ich mir gerade denke, so, vielleicht falle ich gleich raus.
habe eine Kettensäge immer noch. Bleib da drin. Oh. Kettensägen, Johnny, geh weg. Hau ab. Ich weiß nicht, ist es vielleicht gewollt? Ich glaube, der kommt nochmal. Kannst mir nicht sagen, dass der nicht jetzt kommt oder so. Oh oh. Er klingt ziemlich nah, muss ich ehrlich sagen. Zumindest ist mein Gefühl so. Geh jetzt raus. Oh. Ich muss da durch, oder? Geh weg. Ja, geh weg. Super machst du das. Super. Flasche. Hier kann ich die. Ja, ich kann die werfen. Oh Gott. Ich will leben. Ich will leben. Das war die Falle. Ich war auf der richtigen Seite. Ich hätte ihn da nur lassen müssen. Okay, er kommt näher, er kommt näher. Ich höre den Herzschlag. Ich höre ihn. Oh Gott, das ist ein Horror. Bitte nicht. Ich gehe wieder raus. Oh oh. Wir sind auch richtig verwundet. Ich sehe es gerade, dass wir hier auch bluten. Wenn er nicht ganz so blöd ist, kann er uns auch so finden vielleicht. Komm, komm, komm. Schnell, schnell, schnell. Rüber. Komm. Gleich, gleich, schneller, gleich, schneller. Ja, ja. Eine Flasche. Oh mein Gott, Alter. Oh, oh. Weg. Schnell, einfach weiter. Schnell, schnell, schnell. Schnell! Ich hab Angst. Mami! Boah, wenn wir jetzt Glück haben, kommen wir da durch. Kommen wir durch. Bitte, 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 bitte. Ich will da durch, ich will da durch. Bitte keine Karte oder sowas. Oh. Oh, Kontrollpunkt. Oh. Alter. Oh, Kontrollpunkt. Oh, ich hoffe, wir müssen nicht noch so mehr so eine ganze Scheiße machen. Ey, Kettensägen, Johnny, lass mich in Ruhe. Ich sag's dir, lass mich in Ruhe.